Wir kommen jetzt zu den Näherungsformeln von Laplace und de Moivre. Zuerst überlegen wir uns, dass wenn wir die Binomialverteilung zeichnen, wir so ein Säulendiagramm kriegen. Und das Problem ist jetzt, dass für einen hohen Stichprobenumfang wir keine Tabelle mehr haben, um diese Wahrscheinlichkeit nachzugucken. Und dass es rechnerisch sehr aufwendig ist, diese Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, wenn der Stichprobenumfang groß ist, wie zum Beispiel 4000. Die Idee ist jetzt, dass man dieses Säulendiagramm durch so eine stetige Funktion hier annähert. Und dann kriegt man die Wahrscheinlichkeiten für dieses Ereignis oder für so ein kumuliertes mit kleiner gleich, indem man Werte dieser Funktion oder deren Integral berechnet. Und das wird uns auf die Näherungsformel von Laplace und de Moivre führen. Zuerst führen wir die standardisierte Normalverteilung ein. Das ist die rote Kurve hier im Bild, die wir eben auch auf der letzten Folie gesehen haben. Wir nennen sie klein Phi. Und sie ist so definiert. Sie ist symmetrisch zur y-Achse, die hier durch 0 geht. Und außerdem definieren wir die gaußsche Integralfunktion als das Integral über dieser kleinen Phi-Funktion von minus unendlich bis x. Im Bild dargestellt, das ist die Fläche zwischen x-Achse und Graph bis zur Stelle x. Diese Funktion erfüllt diese Gleichung hier. Das werden wir brauchen bei den Aufgaben. Also wenn ich hier einen negativen Wert im Argument habe, dann kann ich das auch so schreiben mit einem positiven. Und diese Werte sind tabelliert, Phi von x, groß Phi von x, und wir werden die Werte einfach immer nachschlagen. Ja, und die Näherungsformeln von Laplace und de Moivre sagen jetzt, wenn die Varianz von x größer 9 ist, das nennt man die Laplace-Bedingung, wenn die erfüllt ist, dann kriegt man die Wahrscheinlichkeiten für diese Ereignisse bei einem hohen Stichprobenumfang etwa durch diese Formeln. Das heißt, durch so einen Phi-Wert, der hier noch durch die Standardabweichung gestreckt ist. Und hier im Argument haben wir noch den Erwartungswert. Das gleiche gilt hier für die kumulierte Wahrscheinlichkeit. Da haben wir die gaußsche Integralfunktion, die wir auswerten müssen.